Hallöchen, ihr Lieben. Ja, ich bin heute mal wieder da und zwar um meinen Gewinn auszupacken. Ganz genau sind heute zwei gekommen, Pakete. Aber da die liebe Tanja von Emmy and Joe, ja, da ich da als erstes gewonnen habe, werde ich das auch als erstes auspacken. Ja. Ich habe schon aufgemacht das Paket, um reinzugucken, wegen der Post, weil die Post lese ich grundsätzlich alleine. Aber ich wollte euch die Karte wenigstens mal eben zeigen. Die war hier im Umschlag drin. Ganz süß. Und ich soll, ja, soll viel Spaß damit haben. Ja. Und da in diesem Paket, Moment, tausende Stückchen von diesem Flitter sind. werde ich mal eben versuchen, das halbwegs rauszuholen, hier hinzustellen, um so wenig Flitter wie möglich hier auf den Tisch zu kriegen. So, da bin ich wieder. Kuckuck. Ja, hier wird mein Gewinn drin sein, deswegen werde ich das auch als erstes aufmachen. Und da werde ich mal gucken. Obwohl ich mir schon vorstellen kann, was da drin ist. Ihr seht, hier ist immer noch überall Flitter. Hier ganz besonders, also ich glaube es zu wissen, aber das machen wir gleich. Ich packe das mal zur Seite. So. Ja. Hier unten hängt was dran. Nicht schön verpackt, aber mit Liebe gemacht. ja. Und viel Glitter. So. Ich guck mal, wo ich es jetzt aufkriege hier. Wollen wir es zusammen auspacken? Weil das kruselt dann. Oder soll ich alleine? Ich weiß auch nicht. Ich drücke mal eben auf Pause. So, ich bin wieder da und guck mal, was hier ist. Ja, ich wollte jetzt mit dem Staubsauger dabei gehen, aber ich habe mir gedacht, die gute alte Fusselrolle. Ja, mein Schreibtisch ist voller Glitzer, beziehungsweise mein Arbeitstisch, aber. Keiner kennt die gute Waffe. Ja, ich wollte euch das mal eben zeigen. Ich finde das lustig. So, das Gröbste ist, glaube ich, weg. Ich habe den Kampf besiegt. Den Glitterkampf. Und so kriegt man einen Tisch wieder sauber. So. Hier ist das gute Stück. Ich finde ihn ja einfach Zucker. Ich habe mich ja eben, wo ich das ausgepackt habe, ich habe mich ja etwas erschrocken, wo ich hier angefasst habe. Das ist ja ganz weich. Ich dachte, das wäre voll fest, aber das ist ganz weich. Das hier, die Silikon. Aber guck mal. Fühlt sich total lustig an. Und das ist ja diese andere Masse. Hört ihr das? Fühlt sich total genial an. So fluffig irgendwie. Ich finde ihn total niedlich. Hier mein Flamingo und die coole Miezekatze oben drauf in der Badewanne. Ich finde es total genial. Und ich glaube, er wird sogar auch einen Platz in mein Badezimmer bekommen. Aus dem einfachen Grunde, da passt er total super hin und meine laschbaren Kugeln und so weiter und so fort kann man in dieser Kiste wunderbar aufbewahren. Und er hat einen coolen Platz. Ja. Total süß gearbeitet und ja, ich finde es einfach klasse. Und unten ist natürlich pink, ne? So, ich gehe mal gucken, ob
da was drin ist, beziehungsweise was da drin ist, weil sie sagte schon, dass da was drin sein wird. Dann packen wir mal zusammen aus. Hier haben wir Klebeband. Ich glaube, das ist selbstklebendes. Steht das da irgendwo? Dekorationsband. Aber ich bin das ist mit Sicherheit selbstklebend. Ja, ist auf so einer Bordüre drauf. Schöne Herbstfarben, finde ich. Gerade dies hier. Finde ich richtig schön herbstlich. Dann haben wir hier, sind das Regenbogenwolken und Herzchen und Sternchen. Die finde ich voll genial hier. Die silbernen Herzchen finde ich auch cool. Dann einmal Kaktusstrohhalme. Von Flamingos habe ich auch, aber Kakteen habe ich noch nicht. Finde ich immer gut. Türkises Band. Diese Zierbänder, die habe ich auch ganz viel. Aber Türkis habe ich noch nicht, von daher super. Kann ich demnächst bestimmt verwenden. Weiß ich jetzt auf alle Fälle schon, wohin damit. Paillettenband geht immer. Also ich finde das total klasse, das Zeug. Auch wenn man das einmal aufmacht und dann fuddelt es immer weiter auf. Aber einmal mit dem Feuerzeug bei und dann ist super. Passt wunderbar. Und ich werde mal gucken, ob ich es mit verwende. Ich will mir nämlich noch einen Halloween-Kranz machen, den ich mir gemacht habe, aber für Weihnachten. Und da passt die Farbe. Wunderbar. Den haben wir hier noch bei ein paar Sternchen, ein paar Filzsternchen. Die kommen in mein Glas mit rein. Da sind nämlich ganz viele kleine Filzsternchen drin. Dann haben wir hier mal ein paar Stickers. Guck mal, da sind Schafe drauf. Alles, was mit Schafen ist, geht immer. Und der Hamster ist ja wohl mal geil, ne? Guckt euch mal, wie viel Nüsse der schon in der Schnute haben muss, dass der solche dicken Backen hat. Eine Ratschelfummel kriegt da hinten gleich seinen Platz. Weil Radiergummis braucht man grundsätzlich. Dann haben wir noch ein paar Büroklammern mit Einhörner. Büroklammern, da kommt gleich eine von mir in meinen Organizer mit rein. Dann haben wir hier noch ein paar Holzteile. Was ist da drunter? Schmettis und Biene. Kommt ja bald der Frühling und dann passt das wieder. Dann hier ein paar von diesen großen Steinchen. Da habe ich auch ganz viele von. Ich muss sagen, die habe ich noch aus meiner Jugendzeit. Aber da habe ich jetzt auch mal ein paar andere Farben. Das finde ich schön. Jo! Dann haben wir diesen welchen hier. Sag mal, habe ich dir den nicht selber geschickt? Ich hatte doch auch bei dir einen reingepackt, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Das sind diese Spiegelaufkleber. Kann man das so sagen? Ja. Oh, da ist ja noch mehr drin. Hier ist noch Washi drin. Kommt auch in meine Washi-Kiste. Da ist schon einiges drin und die habe ich auch noch nicht. So eine Mitte finde ich voll schön. Die habe ich noch nicht. Dann sind das Button. Da muss ich mal hingucken.
Moment. Wäre nicht neugierig, aber ich will ja alles wissen, ne? Ah, ja, sind welche. Finde ich ja voll cool. Ich war ja echt mal am Überlegen, ob ich mir so eine Maschine mal kaufe. Weil ich die irgendwie total cool finde, an Taschen zu machen oder so. Die passen auf alle Fälle an meine eine schwarz-weiße, die ich habe. Also von daher. Die hast du aber nicht selber gemacht, oder? So wie die aussehen, kommen die aus der Girl. Habe ich früher auch gelesen. Ist ja allerdings schon ein paar Jahre her. Und dann haben wir hier noch einen weihnachtlichen kleinen Block. Kann man ja nun auch gebrauchen. Habe ich auch noch nicht. Und es geht ja jetzt nun langsam los, ne? Ich meine, alle anderen sind mit Halloween und Herbst schon durch. Da habe ich gerade mal mit angefangen und die meisten fangen schon mit Weihnachten an. Ja, das war mein Gewinn. Zumindest ein Teil. Ich packe das hier mal eben wieder rein. Damit wir wieder ein bisschen Platz haben. Und dann packe ich mal weiter aus. Ah ne, ich lasse ihn da stehen, dann kann man ihn wenigstens halbwegs sehen. Ich finde dieses Filzen ja total interessant, was sie macht. Weil ich mache es selber nicht und irgendwie, ja, ich hab mal so Filz angehabt, angefasst, da habe ich gedacht, oh, nie im Leben kann ich damit arbeiten. Mittlerweile geht's. Ich fasse es an, aber arbeiten tue ich da trotzdem nicht mit. Und ich glaube, dass hier die Seife drin ist, weil das fand ich ja total interessant. Könnte zumindest sein. Ja. Oh oh. Glitter. So, Rolle. Wieder in Einsatz. Moment. Ja. Oh nein. Wie niedlich. Notizzettel mit Schäfchen drauf. Ist das süß? Die finde ich ja putzig. Kriegt auch gleich hier einen Platz. Oh, und das riecht echt lecker. Und dieses Filz hier, ich weiß nicht, wie sich das im nassen Zustand anfasst, aber so ist das total weich. Und es riecht voll lecker. Oh, ja, also es ist ganz, 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 ganz weich. Freue ich mich sehr drüber. Kriegt natürlich gleich einen Ehrenplatz im Badezimmer. Ich wollte euch das Herzchen zeigen, was da drauf ist. Ja. Das ist total niedlich. Also, das ist nichts zu vergleichen mit dem, was ich mal gefühlt habe. Weil das war wirklich so, so Gänsehautfaktor. Aber das ist total, riecht total gut und total hübsch. Vielen Dank. Schäfchen. Wäre total bekloppt. Mit Schäfchen kann man mir immer eine Freude machen, ne? Oh, dann bin ich mal gespannt. Hallo du da. Karte. Moment. Glitzer. So. ja, gut. Also da ist irgendwas Tierchenmäßiges drin. Mein Name ist Horst. Okay. Ich guck mal, wer Horst ist. Oder ist das das Schaf? Warte mal, das hast du letztens gezeigt. Oh, ich flipp aus gleich.
Ich drücke euch jetzt nicht auf Stopp. Warte, 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 warte. Nochmal eingepackt. Oh oh. Moment. Auf sowas freuen wir uns doch immer, ne? Knister, knister, Knäuschen. Richtig schön laut in so einem Video. Ganz vorsichtig, wirklich versprochen. Jeha! Ist der nicht cool? Wer meine Facebook-Seite kennt, beziehungsweise Insta, da habe ich... habe ich meine Fensterscheibe mal gezeigt. Da sitzen schon ganz viele Schafe. Und er hier kommt ja auch hin. Weil dann ist er in guter Gesellschaft. Da ist er mittlerweile von mir ein Schaf, von Jan, also Klimbim Elli, ein Schaf. Von Ute, Hase mit Punken, sind da zwei Schafe. Tja, Tanja. Dein Schaf wird da auch noch mit hinkommen. Das guckt so geil verbeilt. Und guck mal, der hat eine Herzschnute. Ist das nicht putzig? Und diese Locke. Ja, ich weiß nicht, wo ich mich gerade mehr darüber freue. Sorry, aber über dieses Schaf oder über meinen eigentlichen Gewinn. Aber sorry, es ist im Moment echt das Schaf. Ich finde das total hübsch, aber bei solchen Schafen und dann selbst gemacht und ja, es ist auch selbst gemacht, aber da flippe ich einfach aus. Da flippe ich einfach aus. Es ist einfach zu genial. Oh, liebe Tanja, danke, danke, danke. Es hat einfach ganz, ganz viel Spaß gemacht und ich werde dir immer, immer wieder bei deinen... Der guckt so cool in die Kamera. Da muss ich selber lachen. Was soll ich sagen? Ja, bei Schafen flippe ich einfach aus und ich bin sprachlos und ich schaue dir immer gerne bei deinen Filz-Videos zu. Bei den anderen natürlich auch, aber Filzen ist eben halt was Neues für mich, was anderes für mich und da macht das immer ganz besonders Spaß zuzuschauen. Klaut er ihm voll die Show hier. Geht ja gar nicht. In diesem Sinne sage ich für jetzt erstmal Tschüss und ich freue mich auf ganz bald mit euch. Wiedersehen.